Damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Killzone 3. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind jetzt auf diesem riesigen Müllroboter-Ding-Viech, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, Leute, beim letzten Mal haben wir uns durch den Shopplatz gekämpft, um hier unsere Freunde hier zu erreichen. Und das schauen wir mal. Ach, ich will das MG mitnehmen. Jo. Und, obwohl, ich habe mich jetzt eigentlich echt an den Bolzenschneider gewöhnt. Wir nehmen den Bolzenschneider mit. Eigentlich echt geile Waffe. Kann halt instant die Gegner töten. Eigentlich ganz geil. So, und, oh, wisst ihr, was nicht so geil ist? Der Roboter. Hallo, Robbies? Ihr kommt nicht rein, oder? Ich habe das Gefühl, sie kommen doch rein. Zumindestens, wie auch immer. Wir versuchen, diesen kleinen Roboter hier in unsere Gewalt zu bringen. Und, da, so, unser... Der hat mich getötet! Der hat mich getötet, weil er gegen die Wand geflogen ist, Mann. Bruchpilot hier. Furchtbar. Und zumindest wir haben es hier mit einer waghalsigen Aktion unserer Freundin hier Gemma geschafft, irgendwie drauf zu kommen. Rico, darf ich da runter? Dankeschön. Und ja, drauf geschafft haben wir es. Jetzt müssen wir nur noch den unwichtigen Teil machen, wie hier die ganzen Helgas zu erledigen. Bäm. So, ich hoffe, ich habe Rico getroffen. So, Rico nervt mich nämlich. Und wisst ihr, was mich auch nervt? Viele, viele, viele Gegner. So, wo geht's hier hoch? Da nicht? Egal, wir machen das hier alles locker flockig mit dem Revolver. What? Was war denn das für ein Typ? Der hat eine Pumpgun. Digga. Ah, okay, du bist mir wieder sympathisch. Okay, gerade was mir wieder nicht sympathisch, weil du mir schon wieder im Weg gestanden hast. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Messer ihn doch! So. Verdammte Atemschutzdinger hier jetzt kaputt gemacht. So, da oben ist auch einer, oder? Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Okay, ach so. Okay, einfach dahinter. Okay, super. Locker flockig, hätte ich schon fast gesagt, aber... Die Wunden waren zu schwer. Von wegen locker flockig. Eher, ja, die Wunden waren zu schwer. Man stellt mir in diesem Spiel echt so super schnell, Leute. Was tötet mich? Hä? Ach so. Wartet mal. Wenn ich gut bin... Ach komm schon, geh doch mal eine Sekunde aus deiner verdammten Deckung drauf. Da kann ich die einfach von hier erledigen und Rico kämpft dort. Na, ist ein guter Plan. So. Vielleicht auch nicht, weil ich habe vergessen, dass Rico nicht unsterblich ist. Meistens. Ach, ich soll dich wiederbeleben. Du sagst doch auch bei mir, ich vergebe mich, seine Wunden sind zu stark. Das mach ich aber jetzt auch mal. So. Der war unglücklich. Und ich werde Rico, tut mich nie wiederbeleben. Was wird nicht drauf? Schaut euch an, wie asozial er ist, Leute. Schaut euch an, wie unsozial er ist, Leute. Ich tue ihn wiederbeleben und er mich nicht. Er ist so ultra fies einfach. Kein Mensch mag Rico, Leute. Ey, wie kann der bitte eine Granate so präzise werfen? So, und wie kann mein Ding ihn nicht treffen, obwohl es ein Meter neben ihm explodiert? So. Weg. Und jetzt können wir runtergehen. So. Ey, Leute, mit Rico ist es einfach nicht leicht, Leute. Schauen, ist mir Rico wieder unsympathisch. Bei ihm wechselt es immer so von super unsympathisch zu nur unsympathisch. So, das ist irgendwo noch der Pumpkin-Typ. So. Oder auch nicht. Komm schon. Kann ich nicht ein bisschen herangehen? Da kann ich sie ja schön mit der Bocker bekommen. So. Kurz nachgeladen. Komm schon. Hä? Komm schon, das kann nicht geht sein. Diese verdammten Roboter kann einfach viel zu schnell schießen. Und es sind immer so viele. So. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3? Das waren noch 3. Wenn ich jetzt gleich sterbe, dann werde ich mich richtig aufregen. Nächstes Mal noch zwei. Oder einen habe ich schon davor gestellt. Egal! Wir gehen zumindest weiter. Keiner. Okay, keiner da. Doch, einer da. Zwei da, drei da, vier da, fünf da. Bam! Der Fliegengehelme. Oh, Leute, wie ich diesen sexy Revolver liebe, Leute. Nee, Rico, schaffst nicht. Schaffst du nicht. Kein Problem. Ich habe kein Problem, wenn du mich nicht wiederbelebst. Nee, das stört mich gar nicht. So, ja, ist bei meinem Fehler, dass ich einfach so dumm rum vorgespielt bin. Aber es sah cool aus. Oh nein. Oh nein. Komm schon.
Ich werde jetzt sterbig. Erzähl doch seinen Spruch. Irgendwas hat er gesagt zumindest. Ja, ich kann ihn nicht wiederbeleben. Ich habe keinen Bock drauf. Was sag ich, Leute? Das macht er immer. Das macht er immer. Immer wenn ich ihn wiederbelebe, dann bringt er so einen Spruch. So, können wir mal bitte spawnen? Dankeschön. So, no problemo, Leute. Egal. So, ich wollte einfach nur mit dem Sexy Revolver die alle weghauen, weil, ey Leute, das ist meine neue Lieblings-Killzone-Waffe. In anderen Killzone hatte ich die Waffe auch, aber ich fand die dann einfach nicht so geil. Und hier fetzt die so richtig rein. So. Ah, da fliegt so eine kleine hässliche Fruchtfliege vor mir rum. Furchtbar. So. Apropos, coole Waffe. Bup. Und. Bup. Und ihr beide eine Pumpgun. Und ihr beide seid fies. Und ihr beide tut mich instant killen. Denn einer hat auch noch einen Raketenwerfer. Seht ihr das richtig? Ja, klar. Was schießt mich denn hier ab? Hast du mich ja halt abgeschossen, Rico? Weil die Schüsse kamen von hinten. Also ich meine bloß. Rache, 500 Helgas in mir. Ha, nur 500? Ha, easy peasy. Ich werde in den anderen Spielen haben wir schon... Also mit den anderen Spielen zusammen haben wir schon 5 Millionen. So. Das war schon wieder ganz schön fies. Töte ihn! Oh. Und? Oh. Okay, Leute, das war gerade eine ganz schön dumme Aktion, aber irgendwie haben wir das überlegt. So, und das ist doch das Wichtigste. So. Wo geht's lang? Da geht's lang. Oh, mein Lieb. Und Jetpack-Typ. Aber die kann man instituten mit dem Ding. Das ist nett. Das ist ja super nett. Rico, wenn du vielleicht mal hinter mir weggehen würdest, dann könnte ich mich auch da rein verschanzen und mir neue Muni nehmen, anstatt nachzuladen. Nachladen ist für Pussys. Echte Männer tun einfach eine Waffenkiste nach, rein schon, da ist einfach mal hier die Waffe wieder voll aufgeladen. So macht man das. Wir brauchen sie oben. So, wo geht's lang? Ich laufe einfach mal. Immer weiter, immer schön. Oh. Oh, da waren wir. Das war aber hier eine knappe Situation. Wenn der hier ein bisschen schnell gekommen wäre, dann wäre es das von uns gewesen. Ja, also unser Tod. Was mir wert, ich habe ihn getötet. Komm, Rico. Ich weiß, du kannst es. Du musst nur an dich glauben, Rico. Du schaffst es. Du wirst... Oh, ich bin so stolz auf dich, Leute. Wir werden zwar trotzdem wieder sterben, aber egal. Es hat mich fast die Explosion von dem Typen getötet. Ja, aber da war ich. Ganz ehrlich, manchmal ist bei Killzone echt so, du denkst, es ist nur ein Gegner da und eigentlich sind es fünf. So. Messern. Oh, ich habe die Fruchtfliege getroffen. Ah, perfekt, Leute. Gemessert und die Fruchtfliege getötet. Was will man mehr? So, reingegriffen, rausgeholt, weiter geht's. Rico, setz deine technische Kenntnis ein. Du schießt gleich wieder einfach nur drauf. Mal auf! Junge, öffnen! So, geschafft. Ich will diesen Kontrollraum, Leute. Sarge, Sie leisten oben heftigen Widerstand. Vorwärts, Raiders, wir müssen den Kontrollraum erreichen. Rico, wie hast du dich dahin geportet? Muss ich das verstehen? Nee, oder? So. Ba-bam. Ba-bam. So, ich glaube, beide Schlüsse waren keine Treffer, aber egal. Rico läuft einfach eiskalt vor, in Speerfeuer. Ein Sentry ist da. Das habe ich jetzt aber auch nicht erkannt. So. Zack. Und das sieht gut aus. So, kurz nachgeladen. Können wir irgendwie zu dem MG? Ich würde das ganz gerne mitnehmen. Oder wisst ihr, was ich auch gerne machen würde? Draufholzen! Außer die Gegner töten mich in 2 Sekunden. Gar nicht mal so geil. Also jetzt kannst du mich echt viel blamen. Also wenn du mich jetzt nicht wieder... Ey Rico, du bist so ein unfähiger Trottel. Ganz ehrlich, Leute. Kannst du mir nicht erzählen, dass du mich nicht wiederbeleben konntest? Oh ja, geil. Was ich sagen wollte ist, dass diese verdammten Schutzschilder... Nach 2 Schüssen immer kaputt sein. Wird mal, Rico, schafft das wieder nicht. Ey, du bist so ein unfähiger Lappen, Rico. Ganz ehrlich, Leute. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass ich mich nicht wiederbeleben kann? Du stehst 1 Meter wahrscheinlich weg von mir. Scheiße, Mann. Warum macht der einfach nichts, Mann? Oh, dann würde ich ja Treffer abbekommen. In einem Kampf. Treffer. Oh mein Gott. Und die verdammte Fliege lebt immer noch. Ah. Gerade ist alles schlimm, Leute. Die Fliege ärgert mich. Die Helgas ärgert mich. Und am allerschlimmsten ist, Rico lebt immer noch. Leute. Wenn ich jemand opfern würde,
Nicht damit wir irgendwas gewinnen oder irgendwas, irgendwie jemand gerettet wird. Einfach nur unsere Opfern, damit er weg ist, dann wäre das definitiv gut. So, Navel ist selbst cooler. Navel in seinen dummen Momenten ist selbst cooler. So, was war das? Aber jetzt aber Raketenwerfer. Ja, klar! Warum nicht noch Bazooka-Raketenwerfer? So. Alter, ach so, ich hab's gesehen. Ich hab gegen die Wand geschossen und deswegen. Ihr verdammten Fliegerviecher. Zweimal nicht getroffen. Und drittmal wird's traurig. Ha, aber der dritte hat getroffen. So, und. Komm, landest du hier? Ja, land hier. Verdammtes! Fliegerviech. Und jetzt! Kann man das hier auf richtige Art und Weise regeln. So. So, die Raketenschützen sind hoffentlich down. Die könnten mir am gefährlichsten werden. So, der Flieger ist down. Sehr gut. Kommt. So will ich das hören. Vormarschieren hier. Immer weiter, immer schneller, immer schöner. Komm schon. Jetzt stürmen wir aber richtig vor. So, leben hier noch welche. Hä? Und mein armer ISA-Typ. Ach so, der lebt sogar noch. So. Hätte ich nicht damit gerechnet. So, wir müssen auf die Raketenschützen aufpassen. Wer kennt ja, die machen meinen Lieblingstrick. Kann man mich instant töten. So, down, down, alle in Deckung. Nee, wir gehen nicht in Deckung. Wir machen die Helgas jetzt hier fertig. Was habe ich mir dieses dicke MG mitgenommen? Warum kann mich so ein MG so schnell töten? Aber ich kann ihm nicht mal Schaden zufügen. Rico schafft's wieder nicht. Boah, Rico, es ist echt nicht mehr lustig, Mann, dass du mich einfach nicht mehr wiederbildest. Oh, jetzt bin ich noch mal wieder hingelaufen. Es ist einfach echt nur noch nervig. So, warte mal. Wir können Raketenwerfer nehmen, aber da muss ich mein cooles MG ablegen. So, Nummer 1. Nummer. Es ist so. Ja, komm, Rico, einmal kannst du mich doch verdammt nochmal wiederbeleben. Das ist doch nicht so hart, Mann. Ja, hampel da rum. Rico, du bist so... Oh. Schau meine Leiche, gell? Schau, du bist tot. Du bist schuld an diesem Tod. Jeder weiß es, dass du schuld bist. So. Mann, das ist ganz anders. So. Wenn Rico nicht mal fähig ist, mich wiederzubeleben, wenn ich vor ihm liege. Wenn er auf mir steht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ist das immer noch treffig, das überhaupt? Ich glaube nämlich nicht. Aber egal, ich bin hier bei einer Kiste mit unbegrenzter Munition, also. Kann ich auch ein paar daneben sammeln. Das ist so gemein, Mann. Ganz ehrlich, warum sterbe ich denn eigentlich so schnell? Es ist immer ein Schuss oder so und ich bin gleich down. So, noch eine Bazooka zur Sicherheit. Dann nehmen wir das verdammte Geschütz wieder mit. So. Boah, das war jetzt aber eine schwere Geburt, Leute. Das war jetzt echt eine schwere Geburt. So, schenke ich euch. Das will ich nicht von euch geschenkt aber haben. Aber das kriegt ihr jetzt erstmal. Verdammte Helganiana. So, lebt noch einer? Sieht nicht so aus. Oder sieht doch so aus. So, aber zum Glück habe ich ja noch meinen Say hello to my little friend, kann ich dazu nur so sagen. Meinen kleinen Freund habe ich noch dabei. So. War's das? Haben wir sie jetzt endlich mal. So, das war jetzt aber mal hoffentlich hier der letzte Helga. So. Eins. Komm schon. Drei. Zwei. Und geschafft. Und nun macht es. Boom! Da hätte ich mir jetzt irgendwie noch was Eindrucksvolleres vorgestellt, aber dann halt nicht. So, egal. Gut! Okay, das war dumm, das war dumm. Ich dachte, der Raum wäre leer. Ja, wirklich. Alter, der war scheiße. So, alle gut. Alter! Ich hab gegen dich meine Granate geworfen. Er ist gestorben. Wie schlecht, Mann. Aber jetzt. Jetzt.
Jetzt ist meine Chance. Haha, ihr habt es geschafft. Und wir haben es geschafft, Leute. Harte Arbeit. Rico! Rico, links, links, links! Los. Alle stehen bleiben! Nicht bewegen! Rico! Dieser Mistkerl wird uns noch alle umbringen. Raum! Los! Los! Na los! Wie wär's mit Abhauen, bevor die Explosionen losgehen? Ach, kann man das auch? Okay, Leute, ausschwärmen! Raiders, ich will gründliche Arbeit! Kilo-Protokoll! Befehl aufgehoben, Raiders. Hier ist der Captain. Feuer einstellen und Position halten. Narvel, das ist Wahnsinn! Wir müssen... Ich brauche eine sichere Leitung. Sergeant, kritisieren Sie mich nie wieder öffentlich. Wollen Sie mir nicht erstmal zuhören, bevor Sie Nein sagen? Velasquez, Ihre Pläne sind nicht nur unausgereift und stümperhaft, sie kosten uns mehr Leben, als Sie retten. Meine Pläne kosten Leben? Wie viel haben Sie? Also, ich sage ja nur, dass wir besser aufklären müssen, okay? Sie haben Ihre Befehle, das ist keine Diskussion. So ein Arschloch! Lassen Sie es gut sein. Jetzt tun Sie einfach, was er sagt. Klar. Was denken Sie gerade? Dass Narvel ein verdammter Idiot ist. Sie übernehmen Raider 2, falls etwas schief läuft. Ja, Sir. Narvel und seine berühmte Präne und Rico, wie er da immer so fröhlich darauf reagiert, Leute. Das kann man jetzt eigentlich schon als 2 Kills geben. Wir wissen doch, dass die bis zum Ende keine Freunde werden. Aber wir müssen ja auch keine Freunde sein, um hier die Menschheit zu retten, solange wir die Menschheit irgendwie retten. Und das werden wir auch weiter angehen, Leute, beim nächsten Mal hier von Killzone 3. Und wir haben mal wieder gesehen, Ricos Pläne entnehmen wir mit riesigen Explosionen und mit einer... Und dass wir in letzter Sekunde rauskommen. Das ist jedes Mal so. Bis zum nächsten Mal zumindest. Haut rein.